Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Eugen Schmidt, bin Landesbeauftragter für Russlanddeutsche in AfD NRW und wir sind heute in Niedersachsen. Neben mir steht Dietmar Friedhoff, Bundestagsabgeordnete und unser Thema heute ist Kommunalwahlen in NRW und Dietmar wollte ein paar motivierende Worte an unsere Wähler, an die Russlanddeutsche diesbezüglich sagen. Dietmar. Ja, erst einmal, wie gesagt, mein Name ist Dietmar Friedhoff. Gebürtig komme ich aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin ein gebürtiger Hagener bei Dortmund. Und deswegen weiß ich genau um die Zustände, die auch im Ruhrgebiet, die in Nordrhein-Westfalen herrschen. Und ich kann nur an dieser Stelle sagen, bitte Geschlossenheit in der AfD, Blick nach draußen zum politischen Gegner, weil die Situation in Deutschland hat sich verschärft und ich sag mal, der Sicherheits Zustand in unseren Städten, auf unseren Eben, Straßen, ist in den letzten 4 Jahren ja spürbar schlechter geworden. Und wenn wir jetzt hier nicht Geschlossenheit zeigen und die Themen klar besetzen und klar benennen und auch es schaffen, endlich schaffen, junge Menschen zu uns zu bekommen, die die gleichen Ansichten haben wie wir, dass eine deutsche Identifikation, eine deutsche Kultur wesentlich und wichtig für unsere Gesellschaft sind. Wie gesagt, da müssen wir arbeiten. Wir müssen jünger werden, wir müssen uns klarer ausstellen und vor allem gilt es jetzt, die Menschen, die Bürger, die Unsicherheit zu nehmen, AfD zu wählen, sondern die AfD ist der Garant für Sicherheit, gerade in Nordrhein-Westfalen, gerade in deutschen Städten. Deswegen kann ich nur sagen, an alle Menschen da draußen, gerade die Russlandsdeutschen, die genau wissen, was es heißt, für Kultur und für ihre Heimat zu kämpfen, bitte Seite an Seite Geschlossenheit zeigen und vor allen Dingen wählt AfD, weil es ist die Partei, mit der ihr gemeinsam Deutschland erhalten könnt. Ja, vielen Dank, Dietmar. Und nicht vergessen, 13.09. die AfD wählen. Garantiert. Super, finde ich gut. Ja?